Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, für mich ist es etwas länger her und es kann sein, dass ich etwas heiser klinge noch. Ich lag jetzt ein paar Tage flach, aber es sollte soweit schon wieder gehen. Und damit will ich natürlich euch nicht vonhalten. Ich würde natürlich gerne wieder Assassin's Creed spielen. Für euch war natürlich kein Unterschied, weil ich habe genügend Projekte gehabt, die weitergelaufen sind. Und ja, aber wir gucken erstmal von dem her verkaufen. Erstmal auch ein paar Gegenstände. Natürlich erstmal verkaufen unnötige Gegenstände. Was wir jetzt nicht brauchen, was wir jetzt einfach gesammelt hatten. Gibt es jetzt wieder ordentlich Kohle. Und damit haben wir eigentlich alles wieder verkauft. Ja, sehr schön. Und jetzt werden wir kurz im Inventar gucken. Es sind Tierprodukte, alles weg, Plünderungen, alles wieder weg. Und wir sehen auch, hier haben wir schöne Vergiftpfeile, was wir auch mal ausprobieren könnten bei Ausrüstung. Da habe ich es auch schon ausgerüstet, die Brandbomben. Dass wir die auch immer dabei haben. Schild ist soweit alles gut, da habe ich jetzt nichts geändert. Großartig. Und ich kann etwas upgraden. Das wäre hier unten. Armschiene erhöht den Nahkampfschaden, erhöht die Gesundheit oder erhöht die maximale Menge Hilfsmittel. Ich würde sagen, erhöht die Gesundheit, investiere ich. Perfekto. Okay, sehr schön. Gut, dann haben wir das alle auf jeden Fall erledigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu unserem Ziel. Na, wir haben ja noch nur noch ein einziges, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich nicht schlecht auf jeden Fall. Also, gucken wir mal, was wir unsere Quest sind. Wir ziehen direkt mal auf die Hauptquest. Wir sind Level 22, glaube ich, da unten steht es ja auch nochmal. Und wir sollten für diese jeweiligen Aufträge etwas höheres Level haben. Besonders für den Auftrag, für unseren sagen, Hauptauftrag auch. Die anderen sind auch Hauptaufträge. Das sind sogar, glaube ich, von den DLCs, wo sie dazukommen sind, Aufträge. Aber die sind auf jeden Fall noch zu hoch. Wir würden auf jeden Fall denen uns in die Richtung gehen. Aber da das aktuell halt zu schwer werden würde, zoomen wir uns natürlich erstmal Nebenaufträge aus, die wir vielleicht schon haben, die vielleicht auch in der Nähe sind. Ja, es sind ein paar, die zu weit weg sind. Machen wir erstmal den hier. Und ab uns einfach so ein bisschen durch. Schauen wir erstmal, wo der ist. Müssen wir uns wahrscheinlich auch hin teleportieren. Ja, hier oben. Gut, dann teleportieren wir uns nochmal hin. Und schauen, was wir machen müssen. Ach ja, und ich liebe einfach diese Ladescreens irgendwie. Also die sind irgendwie schon immer cool gemacht. Besonders man kann halt immer rumlaufen. Kann sogar kämpfen in den Ladescreens eigentlich rein theoretisch. Ja, cool, wenn man auch Gegner hätte. Ja, lustig eigentlich. Naja, aber gut. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal rüber. Finde die Arbeiter und sprich mit ihnen. Ja, und ich sage das. Wir sind mal sinnlos. Und das scheint schon hier vorne zu sein. Da haben wir auch schon. Geben wir ein bisschen Gas. Fliege mal schnell rüber. Weil ich kann hier noch etwas entdecken. Ja. Ach, die sind hier unten drin. Haben wir denn aber hier Gegner dann? Ne, sehe ich jetzt nicht. Okay. Dann beeilen wir uns mal und gehen mal zu denen rüber. Ich glaube, die möchten gerne Hilfe bekommen von uns. Schauen wir nochmal, dass wir uns rüber bewegen. Hallo, und Tag. War schon eingesammelt. So, mal gucken, was das auch ist. Beziehungsweise das Blaue hier aus. Was ist denn das denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, was haben wir denn hier? Neue Quest freischalten. Wahrheit erfinden und tötet oder die Schulden, okay. Machen wir gerne. Baba! Ipui! Legt ihr mal kurz ab. Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Ich bin hier! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt! Baba und Ipui sind noch da drin! Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen! Bitte, Neb, es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Na, dann schauen wir doch mal. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Tja, gar kein Problem für uns. Halte eins mit dem Fackel herauszuholen. Achso, ja. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Natürlich. So, trage ihn. Ja. Trage erstmal ihn aus dem Tunnel raus. So. Tu mal hier. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell!
Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Okay. Holen wir mal Baba raus. Ja, nehmen wir mal eine Fackel. Sehr schön, dann sehen wir ein bisschen mehr aus. Und hier können wir sehr locker durchzwängen. Ja, sehr schön. Da ist noch Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Schön. Es gab keinen anderen Weg. So, guten Tag. Bist du verletzt? Nein, ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Tja, das ist eine gute Frage, was das genau ist. Da können wir doch gerne untersuchen, hoffentlich. Hier können wir schon reingucken. Das Auge. Okay, kennen wir. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahes in Selkets Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Tja, neue Quest haben wir dadurch freigeschalten. Können wir noch mehr Sounds angucken? Ja, das sind alles so ein paar Quest-Sachen. Wir werden, ja, wahrscheinlich gehört das alles zu dieser einen Quest. Von dem her ist es sehr, sehr gut. Deswegen bewegen wir uns mal wieder zurück. Ach, die Schlangen gibt's immer noch, Jungs. Mädels. Ach, Schlangen ziehen ordentlich Leben ab. Dankeschön. Die Schlangenhaut. Jede Ressource nehme ich gerne mit. So. Wo sind wir eigentlich eingestürzt? War das jetzt diese Spalte oder? Naja, gut. Ich muss. Hä? Jetzt blöd. Jetzt irgendwie einen Fehler gemacht? Bin jetzt zurücklaufen? Nee, stimmt schon. Muss hier wieder raus. So. Gehen wir mal rüber. Nebenquest können wir auch mal demnächst machen. Liegt der Leiche, aber ich weiß gar nicht, was wir da wieder machen müssten. Von dem her. Aber gut. Ja, hoch. Hervor. Da haben wir auch das Ziel der Ziele. Guten Tag. Ach, das war der Auftrag. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Sehr schön. Und wir haben uns wieder ein bisschen EP verdient. Und fast, ganz knapp. Level 23. Aber gar kein Problem. Wir nehmen direkt die nächste Quest an. Nebenereignisse. Das wäre hier 600 Meter. Gehen wir mal gerade hier in die Richtung. Was wäre denn das Ereignis? Ereignis klingt auch sehr interessant. Warte ich mal gucken, was ich sowas schon gemacht habe. Wir werden ja gleich sehen, um was es sich handeln wird. 600 Meter, nicht mit der Küste in Nähe. Ja. Wo ist denn das genau? Die Quest? Die ist hier vorne. Ja, warum nicht? Wie viel PP gibt es hier denn, sagen wir es mal so? 250, naja, dafür vorzulaufen. Aber jetzt lasse ich es doch lieber. Das lohnt sich meiner Meinung nicht. Irgendwie meinte ich, dass wir es in der Nähe haben. Ja, diese Nebenquest. Mein Karren ist weg. Kann irgendjemand helfen? Erbärmlicher Narr. Ja. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll?
Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Alles klar, gerne. Dann fliege ich mal rüber. Drück irgendwie immer wieder Shift, weil das so diese typische Renntaste ist, obwohl er rennt ja automatisch eigentlich. Finde ich stark irgendwie von Assassin's Creed zu nehmen, jetzt ungewohnt. Gut, ich muss auch so sagen, ich habe eigentlich bis jetzt jedes Assassin's Creed immer mit dem Controller gezockt. Das liegt auch daran. Mal gucken, was er denn für Pferde zu verkaufen hat. Schaffe. Hallo, mein Freund. Wie was kann ich denn helfen? Bei dir verkaufen? Die normalen Reittiere. Und kaufen kann ich bei dir. Okay. Boah, also nur auf nichts, was ich jetzt haben möchte. Wie war das nochmal? Ah, so war das. Hab ich noch richtig in Erinnerung? Mit den Tagpferdlein. So, 200 Meter. Gucken, was wir denn hier tun müssen. Ich finde ein näheres Kram und bringe ihn zurück zu ihm. Okay, wir sehen uns. Meine Freundin, Helfer. Ach. Ziel lokalisiert hier. Okay. Was ist denn der Gegner? Wow. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Xeno Session, ich verteidige mich direkt. Ah, noch ein Opfer für die Herren der Furcht! Boah! Vergieß das Blut des Fremden! Für die Göttin des Gemetzels! Ja, ist durch den vom Pferd gekommen, extra Schwung. Weiß nicht, ob der Tiger oder der weiße Tiger, so wie der ausschaut, zu. Nee, aber zu denen oder zu mir gehört. Ich glaube, ich aber zu denen sogar. Also der. Oder greift er die auch an? Nee, der greift die, glaube ich, nicht an. Bam! Komm, jetzt geh mal. Und ich geb noch einen Kick, hey. Nee, noch ein Kick. Na ja, gut, das geht nicht. Wir kämpfen lieber so. Das kannst du. Mir hab ich dich. Komm da. Stell mir doch nicht weg hier. Gute Nachrichten. Ich löse deine Probleme in Hand. Ja, der ist zu schnell. Wenn ich nicht ausweiche, dann kontere. Sehr schön. Dann wird halt das Löwen oder Löwen sind sogar weiße Löwen. Schon krass eigentlich. Da können wir uns gleich drum. Ich will noch ganz kurz zu Ende looten. Hier ist soweit nichts. Doch hier haben wir noch was. Sehr schön. Dann können wir da uns drum kümmern. Ja. So eine Kiste. Kisten sind sehr, sehr wichtig. Ah, ne. Ich lange verwirrt heute. Genau. Hier die Gabels. Ah, kann ich nicht. Okay, habe ich schon vielleicht. Sonst ist hier aber soweit nichts mehr. Ja. Dann bringen wir den mal zurück. Sehr cool. So ein Wagen. Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Na ja. Gehen wir so lang. Gibt es Feinde? Sind keine Feinde. Ist einfach nur Wachen. Der steht wahrscheinlich. So, 50 Meter, 20 Meter. Sehr schön. Wow. Okay. Ja, wir sind jetzt hier überhaupt nicht hängen geblieben oder so. Nein, nein, Jungs, wollt ihr mich nicht verarschen jetzt? Ah, jetzt hat. Hier oben. Bayek! Du hast Khufu und Kiera gefunden! Dann kann ich ja heute vor Freude weinen! Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein.
Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Ja, das wird es sicherlich. Du solltest mit Ramesso sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Ja, okay. 150 Meter. Wir holen jetzt unser Pferdchen erstmal. Sehr schön, und dann reiten wir mal rüber. Dann sprechen wir mal mit der Person. Und dann müssen wir auch bestimmt gleich unsere EP bekommen. Schönes Label, eventuell für unser Schlüssellevel. Sehr schön. Wow. Ja, nochmal einen Anlauf und den Schade, dass man nicht so richtig so ein Pferd runterlaufen kann. Also, man muss immer dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Okay. Einmal. Zweimal. Und unter mir. Dreimal. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Ist das dein Haus? Nee, das ist dein Haus. Ah, da ist ein Senderwand, da können wir es mal vielleicht suchen zu entziffern. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Ziel. Mal darüber. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Und hier in dem Haus haben wir etwas drin. Und sehen wir uns das genauer an. Mehr von der Botschaft. Gut, dass du sie nicht so lesen kannst. Ich könnte es nämlich nicht. Ja, nämlich sehr schlecht. Ach ja, gut, dann haben wir noch 60 Meter noch da etwas. Schauen wir mal, was das dann am Schluss eigentlich gültig ist. Ob es jetzt ein Fluch ist oder was auch immer das ist. Normale Schriftzeichen sind. Wir werden sehen. Bist du neu hier? Auf der Durchreise. Aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Geht's leid mehr? Kann ich mit dir interagieren? Komm schon, früher ging das. Jo. Mit Kleine? Nee, geht leider nicht. Okay. Außer ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, dass man doch mit den Tieren interagieren kann. Schreibt so gerne in die Kommentare. Ah gut, wir schauen das mal, dass wir hier reingehen. Alter. Noch ein Teil der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision?
der goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre bewacht von einem Löwen. Wo ist dieser Tempel? Erkunde die Umgebung, um den Tempel des Millionen Jahre zu entdecken. Alter, cool. Au ja. Okay, beachten Sie die Übersetzung der... Okay, wollen wir mal hier prüfen. Irgendwas mit Löwen war das ja, glaube ich, ne? War das hier, ne? Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre bewacht von steinernen Löwinnen. Okay, also gucken wir doch mal die Karte an. Sieh nach Westen. Westen wäre in die Richtung. So, was ist das denn eigentlich? Ägypten? China? Okay, ach lol. Das ist jetzt auch mal interessant. Memphis... Alexandria, das sind die Hauptstädte sozusagen, das ist Ägypten, da wo wir aktuell sind. Und das sind jetzt dann die neuen Gegner, wo angebaut wurden oder dazugekommen sind durch diese neuen DLCs. Wow. Okay, dafür ist also die Karte da. Okay. Wo sollten hier aber Pyramiden sein? Goldene Dünen. Sehen nach Westen. Erkunde die. Okay, umgeben nach dem Tempel des Leona zu decken. Geh nach Westen, oder? Westen haben wir. Es wird sogar hier angezeigt, also von dem her passt das. Gehen wir nach Westen. So. Pyramiden sind da. Hier drüben sind Figuren. Hier aber Richtung Süden, aber wenn man aus der Stadt rausgeht, können wir es immer noch hinflauen, vielleicht. Und jetzt bei uns da. Ja, ich bin auch im Erkundungsgebiet auch aktuell drin. Warte. Also, es scheint nicht richtig zu sein. Kann ja wahrscheinlich nicht so schwer sein. Aber wir werden sehen. Schauen wir uns nach den Löwen. Ja, das sind nach Löwen aus. Eindeutig. Ja. Sehr schön. Du kannst nicht fliehen. Noch nicht. Oh. Hallo. Bam. Bam. Ja, die Fülle. Hallo. Bam. 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 Ah, den schaue ich mir mal. Ah, den habe ich dann im Leben. Das ist gar nicht so leid. Der braucht ein bisschen Anlauf zum Schlagen. Komm, komm. Ah, hat nicht geklappt. Ja, macht Spaß. Pferd zu kämpfen. Können ja auch mal ein bisschen was anderes einsetzen. Na, das hat nicht geklappt, dann wechseln wir mal schnell durch. Zum Hoch. Oh, ich habe gar keinen Pfeil dabei. Interessant. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Oh. Jetzt nehmen wir auch ab. Ne, machen wir nicht. Bam! Wollte ich damit dringend nicht Pfeile, wenn ich so überlege. Das merke ich gerade. Das Skorpion. Hier auf jeden Fall mitnehmen die Katzenfell. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Nochmal gerade die Umgebung scannen. Haben wir nichts. Ja, perfekt. Gehen wir nochmal durch den Spalt. Da unten haben wir auf jeden Fall was. Ich gerade sehe. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Wow, das finde ich irgendwie so gigantisch einfach. Man macht einfach eine ganz normale Nebenquest. Die haben so viel auf die Nebenquest gesetzt. Auf einmal decke ich hier, keine Ahnung, halbe Stadt, so auf die Art. Von dem sind es halt mal gab. Und doch, jetzt haben wir wieder eine Waffe gefunden. Also, schon geil. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Ich glaube, machen wir alles. Das ist schon gigantisch einfach. Diese Männer. Sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Tja. Schauen wir das rausfinden. Ah, die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Okay. Hm. Ein Gebet. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert.
sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Hier wäre sogar noch ein Gang eigentlich, aber der ist verschüttet. Aber damit haben wir eigentlich die Quest abgeschlossen. So gut wie müssen wir noch mit der Person reden. Und damit sollte es eigentlich alles erledigt sein. Sieht doch sehr schön. Gehen wir nochmal rüber. Ferdilei, wo bist du denn? Da bist du. Ach ja, müsst ihr mal gucken, was es eigentlich für alles so gibt. Ich habe immer gesehen, es gibt mal so ein brennendes Pferd, gab es mal. Fand ich auch ganz cool. Bloß finde ich wieder schade, da müsst ihr in der Ecke echtes Geld ausgeben, um die Sonne sich zu verdienen. Naja, ich sehe das halt irgendwie nicht ein, schlussendlich in solchen Spielen, wenn ich schon 60, 70 Euro oder mehr ausgebe für ein Spiel und dann immer noch jede Menge Geld investieren muss. Also, ja, das sehe ich halt nicht mal ein. Wenn es ein Free-to-Play-Spiel ist, könnte ich einen immer so verstehen, aber nicht mal das ist es ja. Das ist ein Folter, ein AAA-Titel. Und dann immer noch so Geld investieren, das verstehe ich aktuell zur Zeit nicht mit diesen Kisten. Aber gut, und an sich das Geld auszugeben in den Spielen. Aber gut. Ah, Bayek. Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch. Ich wusste es. Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet, zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall haben wir die Quest abgeschlossen und wir sind Level 23. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir freigeschalten. Wie viel haben wir denn aktuell? Wir können auch gerne mal nachschauen. Ich glaube, das war unser einzigster gerade. Ja, ist er auch. Und ich bin noch im Überlegen, wo in welche Richtung wir investieren möchten. Entführen bräuchte auf jeden Fall 2 Punkte. Hochleistungskombi auch 2. Höchstleistungskettenwurf 3. Schildsturm. Boah, ist schon geil. Nahkampfbeute, das wäre auch nicht schlecht mal. Verbessert der Raubtierbogen. Halte gedrückt, um einen Raubtierpfeil im Flug zu steuern. Wäre schon krank. Kostet mich 2 Punkte. Verbessert der leichte Bogen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn so möchtet oder was euch interessiert, was man dann freischalten kann. Jagdinstinkt. Dann sieht man genau die Route, wo sie lang gehen. Ja, weiß nicht. Verbessert der Kriegsbogen. Den Kriegsbogen nutze ich halt nicht so. So, diese 3 Pfeilen. Was haben wir hier? Heimliche Kill-Serie. Das könnte ich mir ganz gut interessant vorstellen. Und dann folgen ihr Werte in dir einen EP-Bonus, solange du nichts entdeckt hast. Ja, das könnte, finde ich sehr, sehr gut, glaube ich. Hilfst du mit Kill? Naja, weiß ich nicht so. Nutze jetzt nicht so wirklich. Kampfrausch. Ja, nutze jetzt auch nicht so. Gut, aber wir können ja nicht. Mitrollkäufer. Wäre auch interessant. Also, es gibt sehr, sehr viele Sachen. Und dann schon hier, dass man ein Tier zähmen kann. Fall Meister im Luft anhalten. Ja, es gibt so viel, was man noch machen kann. Aber gut. Ich würde sagen, mit dem coolen Ende, wo der rausfinden, dass wir uns rausgefunden haben, einfach durch den Nebenquest. Also, ich gesagt, man sieht einfach, wie krass Mühe sie sich gegeben haben, dass sie diese paar Jahre mehr Zeit gelassen haben. Und ich glaube, ein Jahr auf jeden Fall hat sich aber sehr, sehr gelohnt. Und man sieht es einfach dann schon in den Nebenquests. Ich meine, die Nebenquests waren in den Spielen früher mehr als tot langweilig. Und jetzt sind die Nebenquests fast umfangreicher. Wenn wir so nehmen, sind sie auch umfangreicher als die Hauptquest, weil die Hauptquest gibt es ja nicht so viele und die Nebenquest gibt es ja aber Millionen, so auf die Art. Und deswegen, auf jeden Fall, ich gucke dafür, dass wir vielleicht noch nebenbei Quest, ein bisschen Level, dass wir dann auch zum Start der nächsten Folge oder spätestens zur übernächsten Folge mit der Hauptstory wieder machen können. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich weiß nicht, was dazu kommt, ob wir dann die Story durchhaben oder ob dann doch eine Reihe kommt, wie man sich das vielleicht aufbaut und am Schluss zu die Spitze. Ja, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ich weiß auf jeden Fall noch nicht, deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich, falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und bis dann, euer Tiger. Ciao!